Meine sehr verehrten Damen und Herren, geehrte Chemnitzer und Chemnitzerinnen, ich begrüße die Bundesministerin hier bei uns, Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, die Oberbürgermeisterin der Stadt Chemnitz, als auch natürlich die Stadträte. Liebe Gäste, ich begrüße auch Sie hier im Staatlichen Museum für Archäologie Chemnitz, kurz SMAC. Zu meiner Zeit hieß das ja noch Kaufhaus Schocken. Wenn mich einer fragte, in welcher Zeit ich gerne leben würde, so würde ich ihm antworten, in unserer. Denn noch nie, glaube ich, gab es eine Zeit mit so raschen, so tief einschneidenden Veränderungen, mit so enormen Widersprüchen, so fürchterlichen Verstrickungen und auch Verteufelungen des Menschen. Und nie aber auch eine Zeit, in der der Mensch so sehr über sich hinauswächst und mit solcher Kühnheit eine neue, kaum erahnte Welt schafft. Eine Zeit also, wie ein Schriftsteller für seine Zwecke sich keine schönere wünschen könnte, selbst auf die Gefahr hin, in ihre Strudel zu geraten. Nun, ich wurde gebeten, heute Abend durch diese Eröffnungsveranstaltung zu führen. Anlass sind zwei Festivals, die es in den nächsten Wochen hier in der Stadt zu erleben gibt. Zum einen Aufstand der Geschichten und zum anderen Pochen, Tage des Aufbruchs, über die im Laufe des Abends natürlich noch zu reden sein wird. Begrüßen Sie aber zunächst einmal mit mir die Hausherren, Frau Dr. Sabine Wolfram. Oh, das können Sie ruhig liegen lassen. Danke, danke. Komme ich nachher nicht durcheinander, wenn ich es nochmal machen muss. Darf ich? Bitte, bitte. Ich bitte drum. Sehr geehrte Frau Giffey, sehr geehrte Frau Ludwig, sehr geehrter Herr Wolf, Vertreter der Wismut AG, sehr geehrter Festredner, sehr geehrter Professor Nasehi, liebe Initiatorinnen und Initiatoren des Festivals Aufstand der Geschichten und der multimedialen Biennale Pochen, liebe Gäste. Das SMAC vernetzt sich zunehmend mit der Chemnitzer Stadtgesellschaft und daraus entstehen in Kooperationen Ereignisse von großer Komplexität und Anziehungskraft im SMAC. In diesem Sinne freue ich mich, Sie zur Eröffnung des Festivals Aufstand der Geschichten, der multimedialen Biennale Pochen und der hauseigenen Veranstaltung A wie Aperitif begrüßen zu dürfen. Anders als die prähistorische Archäologie und die Dauerausstellung im SMAC, die immer eher die kontinuierliche Entwicklung im Blick haben, widmet sich das Festival Aufstand der Geschichten der Frage, inwieweit jüngst vergangene Umbruchsgeschichten wirklich helfen können, aktuelle gesellschaftlich-politische Entwicklungen zu verstehen und Orientierung zu geben für ein friedliches und diverses Miteinander in der Zukunft. Dass Letzteres nicht einfach ist, zeigt auch unsere jüngste Sonderausstellung Sachsen-Böhmen 7000. Sie zeigt aber auch, dass man sich immer wieder zusammenraufen muss, ob in einer Stadt, in einem Land oder über Grenzen hinweg. Der Ansatz des Festivals zu schauen, welche Umbruchgeschichten die Zukunft mitgestalten, mit dem Ziel aber sie zu überwinden und dieses Miteinander zu ermöglichen, kann ich von daher nur begrüßen und wünsche den kommenden Veranstaltungen des Festivals regen Zuspruch. Dies gilt natürlich auch für die Intervention des ungarischen Künstlers Csabol Kispál im SMAC und der Stadtführung von Adel Alaswad, die aus dem SMAC herausführt. Beides Teil des Festivals Aufstand der Geschichten. Avi Aperitif entstand aus einer Abendveranstaltung des SMAC anlässlich der Eröffnung 2014. Ziel ist es, einem bunten, urbanen, eventuell manchmal auch jüngerem Publikum, das SMAC als ein Ort mit hoher Aufenthaltsqualität, Entschuldigung. Ja, Sie dürfen nur rein, wenn ich es zulasse. Und wenn Sie bezahlt haben.
schmackhaft zu machen und gleichzeitig zu einer anregenden Auseinandersetzung mit Geschichte und Geschichten einzuladen. Viele Geschichten im SMAK ranken sich um den Bergbau. Insbesondere um den erzgebirgischen Bergbau im späten Mittelalter und der frühen Neuzeit. Dass der moderne Uranbergbau im Auftrag der Bismut AG nicht berücksichtigt wird in unseren Dauerausstellungen, ist das Ergebnis einer langen konzeptionellen Debatte im Vorfeld der Errichtung und Einrichtung des SMAK. Mit der Biennale Pochen, der wir ebenfalls viel Erfolg und Besucherresonanz wünschen, und insbesondere der Klanginstallation des Schweizer Künstlers Simon, zieht nun mindestens vorübergehend das Thema Uranbergbau und Bismut doch ins SMAK ein. Und wir sind gespannt darauf, welches Pochen uns damit erwartet. In diesem Sinne, verbunden mit einem Dank an alle Mitveranstalter, möchte ich nun das Wort an Frank Wolf von der Bismut AG übergeben. Dann kann ich mir meine Überleitung ja klemmen heute. Na gut. Sehr verehrter Stefan Heim, ein herzliches Glück auf wünsche ich Ihnen. Oh, danke, ebenso. Sehr geehrte Frau Bundesministerin Giffey, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin Ludwig, sehr geehrte Frau Dr. Wolfram, lieber Benjamin Gruner mit seinen vielen mitwirkenden Unterstützern und glaube ich auch Helfern in der Vorbereitung und Durchführung der Veranstaltung. Sehr verehrte Damen und Herren, gestatten Sie mir zunächst, dass ich Ihnen die Grüße der Bergleute, der Geschäftsführung, der gesamten Belegschaft der Wismut GmbH mit einem herzlichen Glück auf überbringe. Pochen, Tage des Aufbruchs. Pochen, Aufbruch, Worte, die man gut mit dem Bergbau verbinden kann. Die harte Arbeit der Bergleute unter Tage, deren lautes Pochen, Bohren, Sprengen, Fördern, also der Aufbruch von Gestein, von Erz. Der Uranerzbergbau hier in der Region ist im Ergebnis des Zweiten Weltkrieges entstanden. Zu einer Zeit, als sich die Menschen nach diesem wahnsinnigen Krieg nach Frieden, persönlichem Glück und auch nach einer besseren Welt sehnten. Sie waren also im Aufbruch. Jedoch mit dem Atombombenabwürfen der USA auf die japanischen Städte Hiroshima und Nagasaki im August 1945 und dem anschließenden Streben der Sowjetunion nach einer eigenen Atombombe begann der Kalte Krieg zwischen Ost und West. Ohne Rücksicht auf Mensch und Natur entwickelte sich unter Leitung sowjetischer Militärs der Bergbau auf das begehrte Uran in einem rasanten Tempo zu gigantischer Dimension. Chemnitz Sigmar wurde Anfang der 1950er Jahre zum Sitz des Unternehmens. Zunächst im alten Rathaus Sigmar-Schönau in der Gaußstraße, wenige Jahre später und bis heute in der Jagdschenkenstraße. Die westlichen Stadtteile Sigmar, Reichenbrand, Rabenstein und auch Grüna waren durch verschiedene betriebliche Einrichtungen, aber auch mit den Wohngebieten, Kulturstätten, Sportanlagen, dem Bergarbeiterkrankenhaus, dem Hotel Trabant, den vielen Verkaufsläden und viel mehr durch die Wismut dominiert. Und dies war nicht nur hier so. Auch an den Bergbaustandorten hat nicht allein der eigentliche Bergbau mit seinen Schächten und Halten die Landschaft und die Menschen geprägt. Wohnungen, Straßen, Transportwege wurden gebraucht, das Gesundheitswesen den hohen Anforderungen angepasst. Kunst und Kultur sowie Sporteinrichtungen der Wismut bestimmten zunehmend das Bild in der gesamten Wismut-Region. Die bessere Versorgung der Wismut-Mitarbeiter mit Lebensmitteln, Waren des täglichen Bedarfs oder mit Autos stieß nicht auf Verständnis in der übrigen Bevölkerung. Die Wismut war ein Staat im Staate. Der nächste Aufbruch. Mit der politischen Wende wurde die Urangewinnung eingestellt. Mit 231.000 Tonnen gefördertem Uran war die DDR an vierter Stelle in der Welt. Rund 1 Milliarde Tonnen Gestein wurden bewegt.
45 Jahre Uranbergbau in Wismut haben die Region mehr verändert als die 800 Jahre Bergbau im Erzgebirge davor. 1990 übernahm die Bundesrepublik teilweise und 1991 vollständig die Verantwortung für die Wismut. Das im Dezember 1991 gegründete Bundesunternehmen Wismut GmbH wurde mit der Stilllegung und Sanierung der Hinterlassenschaften beauftragt. Über 80% dieser Arbeit sind erledigt. Aus dem Bundeshaushalt wurden bis heute rund 6,4 Milliarden Euro dafür bereitgestellt. Auch diese nunmehr schon 27-jährige Sanierungszeit enthält viele spannende und hoffentlich auch mal zu erzählende Geschichten. Lieber Herr Gruner, vor circa einem Jahr haben wir den ersten gemeinsamen Termin bei Wismut gehabt. Wir als Wismut waren vielleicht zunächst etwas skeptisch, auch überrascht, aber letztendlich erfreut vom Thema und dem Ort Chemnitz für eine Präsentation von Wismut-Themen und sicherten unsere Unterstützung dafür zu. Ihr Konzept lag zu dieser Zeit noch nicht detailliert vor. Wir waren daher sehr gespannt, wie Sie sich im Weiteren dem vielfältigen Thema Wismut nähern wollten. Jetzt liegt Ihr Ausstellungs- und Programmprogramm vor. Wir sind beeindruckt über den Umfang, das breite Spektrum und über die verschiedenen Arten der Vermittlung. Wir sind uns sicher, dass Ihr unglaubliches Engagement zu einer insgesamt positiven Resonanz und Wahrnehmung der Veranstaltung führen wird. Wir wünschen uns, dass das Thema Wismut nach dieser Biennale weiterhin in Chemnitz präsent bleibt. Die Gespräche mit den Verantwortlichen der Stadt geben uns dazu Hoffnung. Auch der Bürgerdialog in der alten Hartmannhalle vor einer Woche hat gezeigt, dass Wismut bzw. der ehemalige Wismut-Kulturpalast in Rabenstein Alleinstellungsmerkmale für Chemnitz darstellen, die es gilt zu bewahren, zu präsentieren und nachfolgenden Generationen zu vermitteln. Wir begrüßen die Bewerbung als Europäische Kulturhauptstadt 2025 und finden, dass jetzt erst recht nach den schlimmen Ereignissen in der Stadt als richtige Reaktion. Wir als Bundesunternehmen Wismut GmbH helfen gern, wenn es gewünscht und möglich ist. Ich wünsche der Veranstaltung Pochen einen guten Verlauf und uns allen eine friedliche Zeit. Glück auf! Glück auf! Ja, was habe ich denn da aufgeschrieben? Ja, okay. Vielen Dank. Ich möchte nun, Frau Bundesministerin Giffey, vielleicht können Sie mir eine Frage beantworten in der Vorbereitung für diesen Abend. Hat mich eine Frage besonders beschäftigt. Was kann eine Stadt wie Chemnitz aus Ihrer Sicht nach tun, die zum Spielball der Zeiten wird und auch Austragungsort von diesen Ereignissen? Ich würde Sie da einfach ans Pult bitten. Sie müssen das nicht vom Platz aus machen. Ja, guten Abend. Ja, Abend. Ja. Ja, sehr geehrter Herr Heim, ich muss mal erst mal sagen, Sie haben sich gut gehalten. Also, das hätte ich gar nicht so erwartet. Man tut, was man kann. Ja, sehr gut. Ja, liebe Frau Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig, mit der ich heute schon den halben Tag zusammen verbracht habe, liebe Gäste, ich war ein bisschen überrascht, muss ich Ihnen sagen, als ich hier reinkam, so ruhig, ne? Also ein Kunst- und Kulturfestival, ja? Ich dachte, hier geht noch eine richtige Party ab heute. Ja. Komm noch, ja? Okay, also es ist jetzt so, Sie müssen nicht wegen mir so ernst sein. Also Stefan Heim, Sie sind auch guter Dinge, nicht? Ja. Völlig. Ich durfte schon reinhören.
heute. Na, das ist doch gut. Ja, so, aber wir haben ja auch ein paar ernste Themen und es soll ja auch ein würdiger Start sein für dieses besondere Kunst- und Kulturfestival. Ich habe schon heute gesehen, überall in der Stadt ist plakatiert mit Ihnen. Ja. Und erstmal guckt man ja ein zweites Mal hin und wundert sich, was wirklich, jetzt ist es aufgelöst, in welcher Form er hier heute auftritt. Und das ist ja wirklich sehr beeindruckend, was Sie hier präsentieren, wie Sie sich präsentieren. Danke. Ja, bitteschön. So, meine Damen und Herren, mein erster Gruß gilt aber vor allen Dingen heute hier denjenigen, die sich in Chemnitz, und das ist ein bisschen auch Bestandteil der Antwort zu Ihrer Frage, was eine Stadt denn tun kann. Mein erster Gruß gilt all denen, die sich in Chemnitz für Demokratie und Vielfalt engagieren, die seit vielen Jahren dafür streiten, dass diese Stadt eine weltoffene, eine vielfältige Stadt sein kann, die viel, viel mehr ist als erstens die Summe ihrer Probleme und zweitens die Bilder, die die öffentliche Wahrnehmung in den Tagen des letzten Augustes und Septembers prägten. Und deshalb bin ich auch hier. Nicht nur, weil wir heute eine schöne Festivaleröffnung haben, sondern weil es in einem Gesamtrahmen auch hier sich bewegt, der im August seinen Anfang nahm. Ich war ja Ende August schon mal in Chemnitz und ich fand es wichtig, als Mitglied der Bundesregierung ein Zeichen zu setzen, auch unmittelbar nach den Ereignissen, nach dem schlimmen Tod eines jungen Mannes, nach den Ausschreitungen, die danach folgten und auch nach den Angriffen auf diejenigen, die selbst Flüchtlingshintergrund haben oder die sich für Demokratie und Vielfalt in der Stadt engagieren. Und ich habe versprochen, dass ich zurückkomme, dass ich mit denjenigen, die hier vor Ort arbeiten, jeden Tag da sind, sprechen werde, dass wir vom Ministerium aus gemeinsam überlegen, was kann man tun, auch mit der Oberbürgermeisterin, auch mit denen, die eben in der Stadtverwaltung, in der Zivilgesellschaft, in der Partnerschaft für Demokratie tatsächlich arbeiten. Und ich freue mich, dass ich heute auch wiederkommen kann, nicht nur um mit Unternehmern, mit Sozialpartnern haben wir heute gesprochen, wir haben gesprochen mit den Stiftungen, die sich hier in Chemnitz engagieren, die auch noch mal stärker zusammenstehen, aber auch mit den Betroffenen, die Opfer von Gewalt geworden sind. Und es ist schön, heute hier zu sein, auch bei diesem Festival, das wir auch als Bundesministerium fördern und dass wir eben zeigen, mit Kunst und Kultur, mit Veranstaltungen, mit der Öffnung von Orten, dass Chemnitz eben mehr ist als das, was vielleicht manche Leute im Fernsehen gesehen haben und dass Chemnitz nicht grau oder braun ist, sondern bunt, vielfältig und engagiert. Und dafür ist dieses Festival, das Sie jetzt in den nächsten Tagen hier feiern, auch ein ganz, ganz großer Ausdruck. Und deshalb ist es eben auch so beeindruckend, was Sie hier auf die Beine gestellt haben. Und ich möchte Ihnen danken dafür. Danken für Ihr Engagement, für die Gespräche, die Sie ermöglichen, für die Räume, für Dialog, die Sie öffnen und dafür, dass Menschen sich begegnen können, ins Gespräch kommen und Geschichten miteinander teilen. Mein Sohn, der 9 Jahre alt ist, hat mir vor kurzem einen Satz gesagt, den er ganz toll fand. Und ich muss Ihnen sagen, ich finde den auch ziemlich toll. Ich sage Ihnen auch gleich, woher der kommt. Mama, weißt du, die Dinge sind nicht das, was sie sind, sondern das, was man über sie erzählt. Dachte ich, Donnerwetter, ist ja philosophisch. Und das stimmt auch, bei ganz vielen Sachen. Dann habe ich ihn gefragt, sag mal, wo hast denn das her? Ja, das kommt aus den 3 Fragezeichen. Und das ist im Moment die Lieblingsgeschichte. Vielleicht kennen Sie die ja. 3 taffe Jungs, die auf Detektivsuche gehen, um das Böse zu überwinden und für das Gute zu streiten. Und Geschichten, die faszinieren und an denen viel Wahres ist. Und wissen Sie, wenn wir nicht nur über die Dinge reden, sondern auch über Städte, über Orte, dann kann man das anwenden. Chemnitz ist nicht nur das, was es ist, sondern auch das, was man über die Stadt erzählt. Und es ist wichtig, dass wir andere Dinge über die Stadt erzählen, als nur das, was viele über die Stadt sagen. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass wir Geschichten prägen und Geschichten weitertragen,
wie wir die Welt sehen, wie die Welt auch ist und wie Menschen die Welt auch anders erleben. Und wenn immer wieder erzählt wird, Chemnitz ist langweilig, Chemnitz ist gefährlich, Chemnitz ist braun, dann ziehen solche Geschichten herunter und machen mutlos, selbst die, die es eigentlich besser wissen. Und auch Rechtsextreme erzählen Geschichten, sie wollen der Welt Glauben machen, dass Menschen nicht gleichwertig sind, dass sie nicht die gleichen Rechte haben, dass sie in einer bestimmten Art und Weise sind und eben nicht mehr schaffen zu differenzieren und nicht mehr schaffen zu sagen, etwas, was eigentlich selbstverständlich sein sollte, dass eben nicht wichtig ist, woher du kommst, sondern wer du sein willst, wie du lebst, wie du die Stadt und das Land, in dem du lebst, auch mitgestaltest, wie du dich selbst verwirklichst und anderen dabei hilfst, auf den Weg zu kommen, wenn sie Hilfe brauchen, wenn sie Unterstützung brauchen. Und manche von diesen, die eben die Würde und das Recht eines jeden Menschen anzweifeln und Unterschiede machen wollen, behaupten, dass sie in der Mehrheit sind. Dass sie eigentlich doch jetzt endlich mal aussprechen wollen, was sowieso schon alle denken. Und dieser wunderbare und schreckliche Satz, der dann immer gern genommen wird, das wird man doch wohl mal sagen dürfen. Das ist ein Einfallstor, Grenzen zu überschreiten, Hemmschwellen herunterzusetzen und Dinge zu sagen, die einfach falsch sind. Und deshalb muss man eben entgegentreten und sagen, nein, manches wirst du eben wohl nicht sagen dürfen, sondern wir müssen diesen falschen Geschichten die Wahrheit entgegensetzen und unsere eigenen Geschichten auch erzählen. Engagement zeigen, Mut zeigen und immer wieder auch die Werte, die in unserem Grundgesetz stehen, verteidigen. Und zu zeigen, dass die anderen, die für ein freies und demokratisches Land, für Rechtsstaatlichkeit und Demokratie eintreten, in der Mehrheit sind und dass sie die Rückendeckung bekommen, auch und gerade von der Bundesregierung. Und deshalb bin ich auch heute hier, deshalb war ich auch im August hier. Und ich sage Ihnen schon jetzt, ich werde auch wiederkommen. Und wir wollen gerne, dass wir wirklich etwas tun, was spürbar hier vor Ort ankommt. Wir haben in diesem Jahr entschieden, dass wir die Mittel für die Partnerschaft für Demokratie aufstocken, dass wir sie verdreifachen und dass wir auch im nächsten Jahr das, was wir hier in Chemnitz tun, weiterführen. Und es sind im Jahr über 3 Millionen Euro, die vom Bundesfamilienministerium hier in die Stadt gehen. Für Jugendarbeit, für ehrenamtliches Engagement, für die Frage, wie kann man Demokratie fördern und unterstützen und wie können denjenigen, die wirklich jeden Tag dafür arbeiten, dass es anders und besser wird, auch echte Unterstützung zuteil werden. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir die starke Chemnitzer Stadtgesellschaft auch immer wieder würdigen und ihr Raum geben, auch zu zeigen, was sie kann und was sie ermöglichen kann und welches andere Bild sie zeigen kann. Ich habe heute mit vielen Unternehmern, mit Wirtschaftsleuten gesprochen, die natürlich auch Sorgen um den Ruf der Stadt haben. Die sagen, wie ist es denn mit den Arbeitsplätzen? Wir wissen, wir brauchen Fachkräfte. Wir werden angewiesen sein auf Menschen, die von außen auch in die Stadt kommen. Und dafür ist es so notwendig, dass wir eben einen guten Ruf der Stadt haben, dass wir Menschen haben, die gerne hier leben wollen und dass es auch die Möglichkeit gibt, dass sie das Gefühl haben, sie sind sicher, egal wo sie herkommen. Und deshalb muss es auch eben beides sein. Es ist das, was die Chemnitzer Oberbürgermeisterin in ihrem Plan für Chemnitz verankert hat, die Frage der Sicherheit, der Unterstützung der Polizei, der Ordnungskräfte, der Fragen, wie können wir dafür sorgen, dass wirklich Rechtsstaatlichkeit auch umgesetzt wird. Und das andere aber auch, Sicherheit ist eben nicht nur gute Polizeiarbeit, sondern Sicherheit heißt auch Prävention, Sicherheit heißt auch Demokratiebildung, Sicherheit heißt auch, wie stärken wir die Zivilgesellschaft, die dafür eintritt, dass in Chemnitz eben etwas auch sich weiterentwickelt und wieder neu entsteht, das vielleicht ein Wir-Gefühl sein kann. Ein Wir gehören hierhin, wir gehören zusammen, wir arbeiten zusammen für diese Stadt, für die gute Entwicklung, die auch in den letzten Jahren ja schon geschafft wurde. Wir sind gerade hier zu Fuß durch die Stadt gelaufen und ich muss Ihnen sagen, Sie haben eine tolle Stadt.
Ich habe das schon im August, habe ich gedacht, meine Güte, das, was hat sich hier entwickelt? Wie viel ist entstanden? Wie viele Menschen haben dafür gearbeitet, dass die Stadt so aussieht, wie sie heute aussieht? Das ist eine großartige Leistung. Als wir heute in die Stadt kamen, da habe ich gesehen, junge Leute, die in der Uni fertig geworden sind, ihre schwarzen Doktorhüte vor Freude in die Luft warfen. Am Vormittag in der Stadthalle wurden die Meister geehrt, die jungen Meister, die angefangen haben. Wie wunderbar. Wie viel Aufbruch, wie viel junge Leute, die auch konkret etwas für die Stadt tun können. Und diese Kräfte müssen wir stärken. Und nicht anderen den Raum lassen, die erklären wollen, dass Chemnitz etwas ganz anderes ist. Und deshalb werden wir auch gerade das tun, die Anerkennung der zivilgesellschaftlichen Aktivitäten, das, was kulturelle Vielfalt bedeutet. Und deshalb haben wir auch die Förderung für dieses Festival hier aufgestockt. Fast verdoppelt das Budget, weil so viele Menschen auch in Vorbereitung auf dieses Festival zusammengekommen sind und gesagt haben, wir wollen auch was machen, wir wollen was beitragen, wir sind mit dabei und wir werden uns hier einbringen mit Kultur, mit Theater, mit Film und mit Kunst, auch unter schwierigen Bedingungen. Und ich finde es richtig, dass jetzt erst recht, ja, ich kann Ihnen nur zustimmen, jetzt erst recht. Und die Geschichte von Chemnitz muss weiter erzählt werden. Ja, es ist schwierig gewesen. Wir können alle diese Ereignisse nicht ungeschehen machen. Wir können auch nicht wegreden, dass es Menschen gibt, die dieses Gedankengut tragen. Die sind da. Die waren auch vor dem August da. Vielfach ist aber gesagt worden, dass die Massivität überrascht hat, die Schnelligkeit, die Mobilisierung. Und ich will auch noch mal sagen, was mir ganz wichtig ist, das sage ich auch an anderer Stelle, das ist kein allein Chemnitzer Problem. Es ist auch kein rein ostdeutsches Problem. Es ist ein Problem, was alle Menschen in Deutschland angeht. Dieses Thema Rechtsextremismus, die Frage der Abgrenzung, der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit, das sind Themen, die alle angehen. Niemand kann sagen, wir zeigen auf eine Stadt und sagen, da ist es besonders problematisch. Hier ist es zur Erscheinung gekommen. Aber es gibt das überall und das ist eine Aufgabe für das ganze Land. Wir haben mit dem letzten Sonntag das 16. Landesparlament, in dem die AfD sitzt. Das muss zu denken geben, das muss zu handeln geben und das muss dazu führen, dass wir eben auch, was die Demokratieförderung angeht, nicht uns von Modellprojekt zu Modellprojekt hangeln, sondern sagen, wir schaffen eine gesetzliche Grundlage, ein Demokratiefördergesetz des Bundes, was eben auch sichert, dass Strukturen, Zivilgesellschaft, die sich engagieren, langfristig und nachhaltig Unterstützung bekommen und nicht bedroht sind von endenden Projektfinanzierungen. Und das ist etwas, wofür ich gerne arbeiten möchte. Und insofern war es für mich auch heute ein großes, auch ein emotionales Erlebnis, mit den Betroffenen zu sprechen, die uns erzählt haben, zwei junge Männer aus Afghanistan und andere, die in der Opferberatung tätig sind, die betroffen sind, die angegriffen worden sind, die gesagt haben, wir haben Angst, wir wollen gerne sicher leben, wir wollen normal in dieser Stadt hier leben oder wir müssen gehen. Und das darf nicht sein. Die Alternative kann doch nicht sein, dass Menschen gehen müssen, weil sie sich nicht mehr sicher fühlen. Das ist die Aufgabe. Und ich bin sehr dafür, dass wir diejenigen, die Demokraten sind, die eintreten für gewaltfreie Konfliktlösung für die Demokratie, dass wir uns unterhaken, dass wir zusammenarbeiten, Politik, Verwaltung, Vereine, Kirchen, Polizei, Unternehmen, Kunst, Kultur, Sozialarbeit, Schule, alle gemeinsam und auch in einem über die Ebenen hinweggehenden Zusammenarbeit. Bund, Land, Stadt und Zivilgesellschaft. Und ich habe in Vorbereitung auf den heutigen Tag ein Zitat gefunden von Ihnen, lieber Herr Heim. Sie haben das mal gesagt, vielleicht erinnern Sie sich, aber bestimmt erinnern Sie sich. Bestehen wird nur ein Staat, der glaubwürdig ist, mit einer Regierung, der man vertraut. Das klingt sehr einfach und ist doch so schwer. Und vielfach ist ja genau das das Problem, dass eben Menschen das Vertrauen verloren haben in handlungsfähigen Staat, in eine vertrauenswürdige Regierung. Und ich glaube, dass wir das nur aufheben können, wenn wir einfach unseren Job gut machen. Nicht streiten
sondern das tun, wofür wir gewählt sind. Dinge verbessern für die Leute. Und Sie wissen das vielleicht, ich habe ja 16 Jahre kommunalpolitischen Hintergrund. Ich habe immer gesagt, gute Politik beginnt mit der Anschauung vor Ort. Manchmal ist es eben doch viel, viel besser hinzugehen, zuzuhören, zu sprechen, was benötigt wird und dann danach zu handeln. Und das heißt, wir müssen eben auch, wenn wir merken, dass Lebensverhältnisse in Deutschland unterschiedlich sind, dafür eintreten, dass wir gleichwertige Lebensverhältnisse überall im Land bekommen. In Ostdeutschland wie in Westdeutschland, im ländlichen Raum wie in der Stadt. Und da, wo es schwierig wird, in sozialen Brennpunkten, auch mal dann sagen, ja, es muss dann eben auch so sein, dass die, die schon stark und gut situiert sind, auch eine Runde verzichten zugunsten derer, die noch Unterstützung brauchen. Und das gehört dann eben auch dazu, wenn wir über gleichwertige Lebensverhältnisse sprechen. Und gerade das, was hier vor Ort bei Ihnen passiert, Sie sind in der Kommune, Sie können es nicht weiterreichen. Sie sind diejenigen, die die Arbeit machen. Das muss anerkannt werden. Hier braucht es Unterstützung. Das wollen wir tun. Wir haben deutschlandweit über 260 lokale Partnerschaften für Demokratie. Wir fördern auch die lokale Partnerschaft hier in Chemnitz. Und wir wollen das weiter tun, in größerem Rahmen, mit mehr Akteuren. Wir haben neue Projekte schon mit aufgenommen in diesem Jahr und wir wollen im nächsten Jahr weiteres auch machen, damit das eben weit über das bisherige hinaus wirken kann. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass diejenigen, die jetzt schon in Chemnitz arbeiten und die ganz viel tun, durch stärkere Unterstützung auch seitens des Bundes noch mal stärker werden können. Auch im Hinblick darauf, dass einige sich Sorgen machen über das nächste Jahr und die Ergebnisse der Landtagswahlen in Sachsen. Wir haben gesagt als Bund, ich sage Ihnen das als Bundesfamilienministerin, die auch für das Engagement für starke Familien in Deutschland, für die Förderung des Ehrenamts verantwortlich ist, dass wir nicht nachlassen werden, hier in Chemnitz zu unterstützen und das zu befördern und mit Rückenwind zu unterstützen, was Sie hier vor Ort tun. Und deshalb kann ich Ihnen nur sagen, vielleicht kennen Sie ja den Energieerhaltungssatz. Können Sie mal überlegen. Der Energieerhaltungssatz heißt, keine Energie geht verloren. Und das ist auch so. Es gibt bestimmt Tage, an denen Sie auch sich fragen, macht es denn eigentlich Sinn? Was heißt denn eigentlich Demokratieförderung? Was bedeutet das dann überhaupt? Wissen Sie, ich glaube, Demokratieförderung fängt da an, wo wir unserem Nachbarn einen schönen guten Tag wünschen, miteinander reden, dem einen oder anderen mal helfen oder einfach sagen, wenn jemand wieder einen Spruch loslässt an der Kasse oder an der U-Bahn oder sonst wo, Moment mal, so geht's nicht. Aufstehen, gemeinsam und das tun. Und das, was man dann macht, auch wenn man an die Grenze kommt und manchmal überlegt, bringt das überhaupt was? Macht das eigentlich einen Unterschied? Soll ich mich überhaupt engagieren? Was kann ich denn schon bewirken als Einzelner? Ich glaube, dass jeder Einzelne einen Unterschied machen kann. Viele Leute an vielen Orten, die viele kleine Dinge tun, können das Gesicht der Welt verändern. So ist ein Spruch der Mandinka in Afrika, vielleicht kennen Sie den. Ich glaube daran, dass wenn viele, alle die heute hier sind, etwas Kleines tun, jeder von uns, wir sehr wohl das Gesicht der Welt, das Gesicht der Stadt, auch hier Chemnitz verändern und bewegen können. Wir können Geschichten erzählen von mutigen Menschen, die nicht darauf warten, dass andere etwas tun und von Menschen, die sich ihre Stadt auch nicht wegnehmen lassen. Und deshalb, ich will Ihnen Mut zusprechen, Ihnen Dank sagen, und Ihnen für dieses Festival, was ansteht in den nächsten Tagen, was ein tolles Programm ist, wo so viele Menschen für gearbeitet haben, alles Gute und viel Erfolg wünschen. Ich wünsche Ihnen tolle Geschichten. Erzählen Sie die Geschichten weiter. Wir wollen die Geschichte der Stadt anders und neu erzählen und dazu beitragen, dass Chemnitz auch ein Vorbild sein kann für andere, wie man mit schwierigen Situationen umgeht. Und das gut zu meistern, dafür wünsche ich uns allen, Ihnen hier vor Ort, liebe Barbara Ludwig, auch dir sehr, sehr viel Erfolg. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank auch von meiner Seite. Auch, dass Sie mich so schön zitiert haben. Das freut mich natürlich ungemein.
Wir sind ja zu einem bestimmten Anlass hier. Und zwar aufgrund der zwei Festivals, die im Laufe der nächsten Zeit hier auf uns zukommen in Chemnitz. Daher möchte ich einmal die Vertreter des Festivals zu mir hier vor ans Podium bitten. Einmal der Festivals Pochen, Tage des Aufbruchs und Aufstand der Geschichten. Benjamin Gruner und Franz Knoppe. Ja, eine Frage habe ich da. Auch hier in der Vorbereitung, Entschuldigung. Ja, das geht nämlich an Sie beide. Hallo? Ja, bin da. Sind Sie? Ja? Schön, dass Sie auch da sind. Ich habe hier übrigens eine Zeit stehen. 2,5 Minuten haben Sie. Ja, ja. Zu antworten. Aber ich stelle Ihnen erstmal meine Frage. Vielleicht, nicht? Braucht es eigentlich in der aktuellen Situation nun auch noch ein Festival? Also, das also auch noch mehr politisieren will. Ist das nicht ein bisschen viel? Also, ich meine, wäre nicht ein bisschen Ruhe gerade jetzt vielleicht noch besser? Vielen Dank erstmal für die Frage, lieber Herr Heim. Bevor ich die beantworte, erstmal vielen, vielen herzlichen Dank an all die, die diese beiden Festivals organisiert haben. Dahinter stehen fast 40 Organisationen und mindestens über 100 Menschen. Und ich bin bloß ein Repräsentant hier dafür und möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken dafür. Um diesen Bogen vielleicht noch ein bisschen weiter zu schlagen, warum das das jetzt braucht. Das ist ja nicht nur das, was hier im August oder im September passiert ist in Chemnitz, sondern wir haben das gerade auch in den USA, in Pittsburgh, dieses Massaker bei den Juden in der Synagoge erlebt. Das ist ein globales Problem. Wenn wir sehen, dass sich gesellschaftliche Stimmung weiter zuspitzen und immer mehr emotionalisieren. Und diese Festivals wollen im Grunde eine Antwort sein, Begegnungsräume zu schaffen, wo man auch wieder den Menschen sieht. Ich mache mal um das, weil das klingt immer so ein bisschen abstrakt, das mal ein bisschen plastisch. Ich bin hier neulich um eine Straße gefahren mit einem Auto nach links und dann kam einer von rechts auch mit einem Auto und wir beide dachten grün und wir wären fast zusammengestoßen und sofort ne, Aggression, du, dich kriege ich. Ne? Und dann haben wir auf den zweiten Blick erkannt, dass wir beide Papas sind am selben Kindergarten. Und in dem Moment haben wir angefangen zu lachen. Und all dieses, ne, die Anonymität war weg. Und das ist das, was ganz stark auch im Internet, gerade in diesen sozialen Medien passiert, dass wir dort Debatten haben, die sich so schnell hochschaukeln und nicht mehr deeskalieren. Und meine Frage ist, wie schaffen wir eigentlich wieder Räume, wo man sich als Mensch begegnet? Und wir versuchen mit dem Aufstand der Geschichten und ich glaube auch Pochen, Räume zu schaffen, wo man wieder Diskussionen führt, wo man aber auch in die Tiefe mal kommt. Denn wir haben eine Gesellschaft, die ist komplex, die ist kompliziert. Bestimmte Sachen kommen jetzt auf uns zu, Digitalisierung, alles schon gesagt. Worden. Und da braucht es neue Antworten, weil die alten Erzählungen mit Kapitalismus, Demokratie und auch Globalisierung anscheinend nicht mehr nur so funktionieren, sondern es braucht neue Antworten. Und die einfachen, die uns so gesagt werden, baut die Mauer wieder auf, haut da bestimmte Leute raus, ich glaube, das ist es nicht. Und sich aber zu überlegen, und ich habe auch nicht alle Antworten, da in der Stadt zusammenzukommen und Räume zu schaffen, das ist das, was dieses Festival schaffen möchte. Und dazu lade ich im Grunde alle ein. Ja, danke, Franz. Auch ich möchte nochmal alle Gäste herzlich willkommen heißen und vielen, vielen Dank an alle Unterstützer von der Stadt, vom Land und vom Bund, die das möglich gemacht haben. Ja, lieber Stefan Heim, wir hatten bereits vor den besorgten Bürgern, als sie die Straßen unsicher gemacht haben, angefangen, unser Festival zu planen. Und ich denke aber, wenn man den Blick auf das ganze Große richtet, was in den letzten Jahren in dieser Stadt passiert ist, ich bin 2013 hierher gezogen, muss man sagen, hier bewegt sich sehr viel. Der Sonnenberg entwickelt sich zu einem Kreativviertel, das Sorgenkind Brühl gedeiht Stück für Stück und auch an der TU entwickeln sich viele Dinge. Und ich denke, mit dem Bekenntnis der Stadt, sich als Kulturhauptstadt zu bewerben, ist es auch ein Bekenntnis, sich mit der eigenen Identität auseinanderzusetzen. Das war für uns auch der Anlass, auf die Wismut zu stoßen. Und dazu kann ich eine kleine Anekdote erzählen.
Zusammen mit meinem Freund und Vereinsvorsitzenden Frank Schönfeld waren wir 2017 zur Kulturhauptstadtveranstaltung in der Stadthalle. Und da ist die gute Frau Ölschläger, entschuldigen Sie bitte, aufgestanden und fragte recht direkt, was ist denn eigentlich mit der Wismut? Und auf einmal war etwas Ruhe im Raum und Getuschel ging los. Und auch ich blickte zu Frank Schönfeld, was ist denn eigentlich mit der Wismut? Und das war für uns eigentlich die Initialzündung, sich mit dieser Story auseinanderzusetzen, die auf so ganz eigene Weise die Stadt und Region geprägt hat. Und wir haben daraufhin Freunde angesprochen. Es hat sich aus einer Idee eine tolle Projektgruppe geformt. Und wir sind sehr stolz, diese Biennale heute Abend eröffnen zu können. Und vielleicht noch ein paar abschließende Worte auf Ihre Frage, Herr Heim. Ich denke, wir haben ein sehr spannendes Thema, was lange Zeit vergraben war, was wir jetzt wieder etwas belichten. Und ja, wir brauchen aktuell mehr Kultur und wir brauchen mehr Diskurs über Kunst. Danke. Vielen Dank. Andere Frage. Was sollen die Festivals für Chemnitz denn verändern? Also insofern man das überhaupt sagen kann. Und was kann denn Europa zum Beispiel von Chemnitz heute und auch zukünftig eigentlich lernen? Ja, also ich denke, Europa... Achso, das war wegen des Mikrofons. Entschuldigung, bitte. Wir haben ja noch ein zweites, passt. Mhm. Ich denke, Europa kann ohne Zweifel sehr viel von Chemnitz lernen. Wissen Sie, ich bin 89 geboren und als Wendekind musste ich nie Hunger leiden oder irgendwelche schwere Zeiten durchleben. Ich bin in einer guten Gesellschaft groß geworden. Und daher waren für mich Fragen wie Zwangsarbeit und Not wirklich sehr fremd. Das Thema Bergbau war für mich etwas abstrakt und ich konnte mich nicht wirklich damit auseinandersetzen. Aber als diese Initialzündung kam über Frau Ölschläger, hat sich bei uns ein Feuer entfacht für ein Thema, was sehr, sehr spannend ist. Und diese Faszination möchten wir auch mit dem Festival Pochen vermitteln. Welche Geschichten haben die ältere Generation, die sie weitergeben können an Junge? Welche neuen Perspektiven können junge Menschen alten Menschen geben? Welche neuen Blicke eröffnen Kunst? Ich denke, der Wismut-Slogan, ohne Geschichte keine Zukunft, trifft es hier sehr gut. Wir machen auf ein sehr altes Thema aufmerksam, das in Vergessenheit geraten ist und beginnen neue Gespräche und Diskurse mit den Menschen. Und wir können vielleicht auch die abholen, die sich abgehängt fühlen, die das Gefühl haben, ihre Geschichten wurden bisher noch nicht erzählt. Und vielleicht noch ein Satz zu Europa. Ich denke, aktuell haben wir noch kein wirkliches Festival in Chemnitz, was auf einer tatsächlichen europäischen Dimension funktioniert. Wir möchten Gäste einladen, nach Chemnitz zu kommen, um dauerhaften Austausch und Diskurs anzuregen. Wir wollen eine Referenz schaffen für zukünftige europäische Partner, mit denen wir zusammenarbeiten. Aber eins ist sicher, wir hätten es auch ohne die europäische Kulturhauptstadtbewerbung getan. Wir werden es weiter tun. Danke. Ich glaube, Chemnitz hat schon eine besondere Situation. Also dass es gibt ein hartes Unterstützerumfeld von Rechtsradikalen. Wir haben den NSU hier gehabt, der hier untergetaucht ist. Und das Problem ist seit den 90ern hier. Und deswegen ist es nicht nur eine Stadt, wo auch rechtspopulistisch oder wo diese Ereignisse auftreten konnten, sondern es gibt tatsächlich auch Gründe. Und da jetzt ranzugehen und da tatsächlich, und die Ministerin hat es ja angesprochen, jetzt hier langfristig Lösungen zu finden, und auch die Oberbürgermeisterin hat einen Punkteplan aufgelegt, da tatsächlich Strukturen so zu verändern, dass das vielleicht aufgelöst wird und dass wir eine stabile, eine resiliente, eine widerstandsfähige demokratische Stadtgesellschaft bekommen. Das, glaube ich, kann interessant für viele andere Städte werden. Und Kultur kann nur einen Teilbereich machen. Wir brauchen auch viel mehr Reformen, glaube ich, in der Justiz beziehungsweise auch bei der Polizei. Also der Staat muss sein Gewaltmonopol auch durchsetzen können. Das muss sichtbar werden. Und in dem Bereich der Zivilgesellschaft so eine Schnittstelle zu schaffen, wo sich Zivilgesellschaft trifft, wo Stadtgesellschaft sich trifft, das ist hier quasi der Sinn und der Zweck. Und wenn das gelingt, dann kann das vielleicht auch ein Vorbild für andere Städte werden in Europa.
Vielen Dank. Danke. Ich habe nur eine Frage gestellt. Ja, wenn das Ihre Antwort darauf war, dann war es das. Allerdings wünsche ich ganz persönlich natürlich auch noch von meiner Seite viel Erfolg für beide Festivals und hoffe natürlich, dass zahlreiche, wahrscheinlich auch unter Ihnen hier, dort immer mal wieder auftauchen. Vielleicht sieht man sich ja mal bei Gelegenheit, nicht? Ja. Wissen Sie, wenn einer wie ich mit dieser Lebensgeschichte sich jetzt von hier aus an Sie wendet und durch diese Veranstaltung führen darf, dann bestärkt mich das ja schon in meiner Hoffnung, dass unsere heutige Demokratie, Himmlergott, ich habe aber auch eine Sauklaue, dann bestärkt mich das natürlich in meiner Hoffnung, dass unsere heutige Demokratie doch solider gegründet sein möchte, als die Weimarer Republik es war. Wir werden auch in den nächsten Jahren keine leichte Zeit haben. Es werden Entwicklungen auf uns zukommen, auf welche sich die wenigsten von uns, schätze ich, bisher eingestellt haben. Und um die wir uns nicht werden herumschwindeln können. Das muss ich Ihnen ganz klar sagen. Die Krise ist nicht nur eine zyklische, die kommt und wieder geht. Nein, sie ist eine strukturelle, eine bleibende. Und das auch noch weltweit. Umso mehr glaube ich, dass, wenn die Zeit kommt, man seinen Kopf herausstrecken muss, um etwas von Wichtigkeit zu sagen. Man kann sich nicht immer nur verstecken. Viele wollen die Vorzüge der Demokratie, wollen aber wenig oder nichts dafür einsetzen. Vorschriften oder Pflichten werden abgelehnt, Rechte immer stärker eingefordert. Dazu ist aber festzuhalten, wer mehr Beteiligung will, muss auch zur Übernahme von Pflichten bereit sein. Nun bin ich etwas abgeschwiffen. Entschuldigung. Ich möchte allerdings an dieser Stelle nun Herrn Professor Dr. Armin Nasehi zu mir bitten, den ich mit Ihnen zusammen ganz herzlich begrüßen möchte und der uns vielleicht darüber aufklären wird, wie wir in diesen Zeiten handeln können und uns einführt in das Thema Narrative Authority. Wer spricht für wen? Herr Professor, bitte. Ja, Frau Bundesministerin in baldiger Absentia, Frau Oberbürgermeisterin in Präsentia, verehrter ehemaliger Alterspräsident des Deutschen Bundestages, extra vitam sed vitalis. Ich freue mich sehr, dass ich heute Abend hier eine Festrede halten darf. Sie wissen, die Festrede ist vor solchen Festivals gewissermaßen das funktionale Äquivalent zum Streichquartett. Es soll auf der einen Seite hohes Niveau haben, auf der anderen Seite nicht zu sehr anstrengen und es soll Sie nicht allzu lange von der Party fernhalten. Das ist eine schwierige Aufgabe, wie Sie sich denken können, und ich werde versuchen, sie zu lösen. Es bleibt mir auch nichts anderes übrig, das zu tun. Ich werde es Ihnen nicht einfach machen, aber das ist nur gerecht, weil ich habe es mir selbst auch nicht einfach gemacht, mit dem Vortrag, den ich jetzt halten werde. Schon der Titel ist ja irgendwie komisch, ne? Dass er Narrative Authority heißt und dann auch noch auf Englisch. Ich habe ihn auf Englisch gewählt, weil er sich auf Deutsch eigentlich noch döver anhört, nämlich narrative Autorität. Der Begriff Narrative Authority hat eine doppelte Bedeutung. Er meint auf der einen Seite, dass das Narrative durchaus autoritär sein kann. Das ist es manchmal. Ich werde Ihnen dazu auch Beispiele nennen. Es heißt aber auch, dass es einen Kampf gibt darum, wer eigentlich mit seinen Geschichten am Ende, ich will nicht sagen obsiegt, aber doch zumindest die Möglichkeit hat, sich gegen bestimmte Dinge, die wir nicht gerne haben, durchzusetzen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das fast nur über Geschichten geht. Ich habe selten
einen so intelligenten Titel für eine Ausstellung, Festival und so weiter gefunden wie Ihren, nämlich den Aufstand der Geschichten. Er ist deshalb intelligent, weil er vielleicht noch intelligenter ist, als es auf den ersten Blick erscheint. Weil er nämlich auch eine Doppelbedeutung hat. Wir erleben zurzeit einen Aufstand von Geschichten, das ist gerade auch schon angesprochen worden, die ganz offenkundig unwahr sind, aber funktionieren. Vielleicht funktionieren sie sogar deshalb, weil sie so unwahr sind. Und auf der anderen Seite wird es nur über Geschichten, über andere Geschichten gelingen, diese Geschichten zu brechen. Warum Geschichten? Zunächst muss man sagen, nach meiner Einleitung, Geschichten sind nicht nur die Lösung, sondern manchmal auch das Problem. Es wäre zu einfach zu sagen, fangen wir doch an, Geschichten zu erzählen, dann wird alles besser. So einfach können wir es uns nicht machen, weil auch diejenigen, die uns die derzeit unerfreulichen Dinge mitteilen, das meistens nicht in Form von wahrheitsförmigen Sätzen machen, sondern in Form von Geschichten. Aber wie verhält es sich eigentlich mit Geschichten? Ich will Ihnen das an drei Beispielen festmachen zunächst mal, zwei davon aus meiner eigenen Forschung. Ich habe in den 1980er Jahren und 90er Jahren über die Deportation der Siebenbürger Sachsen in die Sowjetunion geforscht. Die Siebenbürger Sachsen, eine deutschstämmige Gruppe in Rumänien. Als sie dorthin kamen, war das noch das Königreich Ungarn, das war vor 800 Jahren. Die nach dem Zweiten Weltkrieg gewissermaßen als Reparationszahlung von Rumänien in Bergwerke geschickt worden sind, um dort zu arbeiten, quasi Zwangsarbeit zu leisten, ungefähr 4 bis 5 Jahre lang, mit großen Opfern. Und ich habe eine Qualifikationsarbeit, die ich brauchte, um Professor werden zu können, unter anderem über dieses Thema gemacht, weil mich das methodisch interessiert hat, was eigentlich mit Geschichten passiert. Ich bin mit einem Kollegen zusammen auf einem Dorf gewesen, in der Nähe von Kronstadt in Siebenbürgen, und habe ein Interview gemacht mit einem damals noch Bandgerät. Und der Mann, der uns es erzählt hat, war fast 90 Jahre alt und begann seine biografische Erzählung. Wir haben die Leute gebeten, sich biografisch selber zu erzählen. Und begann seine biografische Erzählung mit den Worten: Wir sind vor 800 Jahren hier hingekommen. Er war 90, nicht 800. Und hat uns sein Leben erzählt. Und das Leben war sehr stark vermengt auch mit der Geschichte der Siebenbürger Sachsen. Da spielt sehr stark eine bestimmte Form von konfessioneller Identität eine Rolle. Das sind Lutheraner in einem orthodoxen Umfeld. Und da spielt natürlich die ethnische Frage eine Rolle. Und da spielten auch ökonomische Fragen eine Rolle. Und er hat uns das erzählt, und es spielte natürlich auch die schreckliche Erfahrung im Zwangsarbeitslager eine Rolle. Er hat geweint, er hat geschluchzt, er konnte bisweilen nicht erzählen. Aber irgendwann ging es, das Interview war zu Ende. Und mein Kollege hat danach festgestellt, dass das Bandgerät nicht funktioniert hat. 3 Stunden Text waren weg. Was tun wir? Wir haben das Interview wiederholt. Und die Erzählung war genau die gleiche. Und der Mann hat an den gleichen Stellen geweint, an den gleichen Stellen geschluchzt und konnte auch an den gleichen Stellen nicht weiterreden. Und dann haben wir uns hinterher gefragt, ist das jetzt ein Wahrheitsindikator oder ein Fake-Indikator? Fake sagt man heute, das Wort haben wir damals noch nicht zur Verfügung gehabt. Und spannenderweise ist es ein Wahrheitsindikator. Das ist eine Geschichte, die als Geschichte so stark mit diesem Leben verwoben ist, dass sie immer wieder funktioniert. Und wir können davon ausgehen, dass er die Geschichte schon öfter erzählt hat. Und wenn er weint, dann weint er wirklich. Das ist nicht so ungefähr, jetzt muss ich weinen und dann, sondern das passiert tatsächlich. Zweites Beispiel. Ich habe jetzt extra noch mal eins aus dieser Art von Forschung genommen. Wir haben etwas später, in den späten 90er Jahren, Forschungen gemacht über Siebenbürger Sachsen, die nach dem Ende
der Sozialistischen Republik Rumänien die Möglichkeit hatten, als Spätaussiedler in die Bundesrepublik auszureisen und haben dort mit ihnen Interviews gemacht, bevor sie kamen, und hinterher noch mal zweimal in der Bundesrepublik. Und da waren wir bei einem Interview in Hermannstadt mit einem ganz interessanten Mann. Der hat uns erzählt, wie das so da lief und alles ganz schlecht war. Und er hat so Sätze gesagt wie: Ich werde nie wieder mit einem Rumänen reden und ich werde nie wieder Rumänisch reden, außer die dreimal, die ich noch zum Amt muss, um die Dinge zu regeln. Dann klingelt das Telefon. Wir haben alles auf Band. Er geht dran und redet Rumänisch. Und das vergleichsweise freundlich. Ungefähr 10 Minuten lang. Und wir haben ihn dann hinterher gefragt: Was war das eigentlich? Du hast doch Rumänisch geredet. Also ich kann kein Rumänisch, aber wenn man in Rumänien ist, kann man Rumänisch wohl schon identifizieren. Wenn man Latein gelernt hat, weiß man so ein bisschen, worum es geht. So, und dann sagte der: Ja, das war ja mein Nachbar. Der passt auf unser Haus auf, wenn wir weg sind. Man weiß ja nie, ob wir nicht womöglich wiederkommen. Und die Preise sind so verfallen, dass es sich nicht lohnt, das Haus zu verkaufen. Eine schöne Geschichte, ne? Also eine Geschichte, die er selber erzählt, die ganz offenkundig das, was dort wirklich stattgefunden hat, nur partiell wiedergibt, aber als Geschichte hervorragend funktioniert. Und er hat selber das eigentlich nicht als einen Widerspruch angesehen, sondern er sagte tatsächlich: Mit Rumänen kann man nicht reden, da ist er dabei geblieben. Und das ist ganz interessant zu sehen. Die dritte Geschichte stammt aus einem anderen Hintergrund. Es ist die Geschichte vom eigenen und Fremden. Wir sind unglaublich schnell dabei, beschreiben zu können, wer denn eigentlich die Fremden sind. Wir wissen es im Moment, wer die Fremden sind. Also ich bin ja so ein Westdeutscher. Bei uns waren, also ich habe ja selber auch einen Migrationshintergrund, wie Sie an meinem komischen Nachnamen hören können. Wenn ich in München meinen Migrationshintergrund erkläre, sage ich immer, dass ich mit Gelsenkirchener Abitur bayerischer Ordinarius werden konnte. Aber der Nachname verweist ja noch auf was anderes, nämlich mein Vater war mal Iraner, spielt also für mein Leben im Moment jetzt nicht so eine unglaublich große Rolle. Aber fremd war in Westdeutschland eine lange Zeit lang türkisch. Und die Türken, die in Westdeutschland leben, sind alles andere als fremd, weil die zum Teil in der dritten Generation dort sind und man relativ genau weiß, wie diese Fremden eigentlich ticken. Sind die Fremden eigentlich fremd, wenn man genau weiß, wie sie ticken? Also man weiß es sogar bei den Fremden noch viel genauer, weil man über die viel genauere Vorurteile hat. Also die nicht fremd sind, da weiß man nicht, was hinter der verschlossenen Haustür passiert. Aber bei den Fremden wissen wir es genau. Und erzählen uns Geschichten darüber, wie es sich mit den Fremden wohl verhält. Und jetzt noch schwieriger ist es mit den eigenen. Ich habe selbst versucht, mehrfach mit Rechten zu reden. Und ich komme immer zu dem Punkt, wo ich sie frage: Sie mögen das eigene doch mal bitte beschreiben. Dann kommen eigentlich immer nur lächerliche Sätze dabei raus. Ich weiß nicht, ob Sie die Fernsehaufnahmen des Küffhäuser-Treffens gesehen haben, wo AfD-Abgeordnete versucht haben, den deutschen Blick zu beschreiben. Das sind tautologische Geschichten. Der deutsche Blick ist ein deutscher Blick, weil ich als Deutscher nur einen deutschen Blick haben kann. Und lachen Sie jetzt nicht. Das ist eine tautologische Beschreibung, die sich selbst genügt. Sie braucht kein Gegenüber, das die Geschichte selbst mit Wahrheit versorgt, sondern wenn die Erzählung ein Gegenüber hat, das diese Erzählung glaubt, funktioniert die Erzählung als Erzählung. So. Ist alles willkürlich ausgewählt. Interessant ist, dass wir viele Beispiele finden können, an denen der Zugang zur Welt fast immer über Geschichten läuft. Wir leben in einer sehr komplexen Welt. Die ist so komplex, dass uns selbst die Experten, Ökonomen, Politikwissenschaftler, von Soziologen wollen wir schweigen, nicht genau erklären können, wie die Zusammenhänge eigentlich sind. Haben sich die Finanzkrise mal von Ökonomen erklären lassen? Ich habe es versucht. Haben sich mal die Gesellschaftsstruktur von Soziologen erklären lassen? Mache ich selbst. Verdiene sogar mein Geld damit, gar nicht so schlecht. Aber damit können Sie keine Geschichten erzählen.
Sie können keine Wahlkämpfe zum Beispiel machen, also für, weiß ich, wann wieder Oberbürgermeisterwahlen sind. Sie können keine Wahlkämpfe machen, indem Sie sich hier auf Ihren Marktplatz stellen und systemtheoretische Analysen des Eigensinns funktional differenzierter Gesellschaften zu halten. Da werden Sie nicht gewählt. Sondern Sie müssen Geschichten erzählen. Und mit Geschichten erzählen meine ich nicht, dass Sie den Leuten Bullshit erzählen, sondern Sie müssen sich einen Reim auf diese Welt machen. Sie müssen sozusagen in der Lage sein, über die Welt eine Geschichte zu erzählen, die diejenigen, denen Sie sie erzählen, so transparent wirkt, dass sie sich vorstellen können, dass sie womöglich stimmen könnte. Also merken Sie, ich sage nicht, dass man die Wahrheit oder Unwahrheit sagt, hat mit Wahrheit und Unwahrheit zunächst mal noch nicht so wahnsinnig viel zu tun, sondern es geht um die Frage, wann werden Sie dem anderen gegenüber anschlussfähig? Wenn Sie in der Lage sind, eine konsistente, glaubwürdige Geschichte zu erzählen. Die Ministerin hat gerade von Glaubwürdigkeit einer Regierung erzählt. Ne? Gesprochen, nicht erzählt. Und was ist eine glaubwürdige Regierung? Eine glaubwürdige Regierung ist eine, bei der ich nicht bei jedem Detail genau nachsehe, ob der Satz denn auch stimmt, sondern sie soll ja glaubwürdig sein. Vertrauen haben wir nur dann, wenn wir nicht genau hingucken. Waren Sie schon mal irgendwo, wo Sie jedes Mal über die Schulter gucken, wenn es irgendwo dunkel ist? Wahrscheinlich. Das Fremdbild, das man woanders von Chemnitz hat, ist das, dass man denkt, ja, kannst du denn frohen Mutes zu Fuß vom Bahnhof zum Hotel gehen? Bin ich gefragt worden. Ernsthaft. Das liegt daran, dass es sozusagen Geschichten gibt, die als Geschichten plausibel erscheinen. Man glaubt Geschichten viel mehr als zum Beispiel Statistiken, Forschungsergebnissen und akademischen Evidenzen. Sie überzeugen weniger als narrative Formen. Und das hat eine lange Tradition. In der Philosophie kriegt man beigebracht, ich habe das mal studiert, dass die Philosophie damit beginnt, dass der Mythos durch den Logos ersetzt worden ist. Der Mythos, das ist die Dichtung, die Erzählung, Erzählungen über den Ursprung der Welt, Erzählungen über die Rollenverteilung in einer bestimmten Gruppe, Erzählungen darüber, was richtig und falsch ist, Erzählungen darüber, was man denken darf und was man nicht denken darf und so weiter und so weiter. Die werden weitergegeben, meistens mündlich, meistens sehr emotional, meistens sehr sinnlich. Der Logos ist dann Philosophie, Wissenschaft, Rationalität. Der Mythos ist nah dran an den Leuten, der Logos hat eine Distanz. Der Mythos ist partikular, der gilt nur für die, die dazugehören. Die Rationalität gilt universal für alle. Was natürlich denjenigen, die den Logos repräsentieren, eine besondere Autorität gibt. Aber spannenderweise ist der Mythos deshalb nie verschwunden. Die Gesellschaft ist nicht, ich rede jetzt von einer Gesellschaft, die ungefähr 3000 Jahre alt ist. Die Gesellschaft hat nicht gesagt, die Mythen lassen wir jetzt mal weg. Wir gründen das Leben auf rational begründbarer Wahrheit. Abgesehen davon, dass auch die rational begründbare Wahrheit immer nur in mehreren Versionen auftaucht und das nicht nur im Gegenstandsbereich von Sozial- und Kulturwissenschaften, sind Lebensformen solche, die ihre Plausibilität dadurch gewinnen, dass wir so etwas wie eine Sicherheit über unsere eigene Weltbezüge herstellen. Und die sind fast immer narrativer Natur. Wir wissen, wer dazugehört, wer nicht dazugehört. Wir wissen, wem wir irgendwie vertrauen können, wie wir das tun. Wir wissen vor allem, wo wir nicht genau hingucken müssen. Meinen Studenten in München und den Studentinnen natürlich auch, versuche ich das immer beizubringen, indem ich Ihnen sage, dass selbst der Marienplatz in München, ich weiß nicht, ob Sie schon mal den Münchner Marienplatz gesehen haben, ist ganz hübsch. Ne? Der sicherste Platz der Welt wahrscheinlich. Oder einer der sichersten Plätze der Welt. Das Schlimmste, was da passieren kann, ist, dass irgendeinem Kellner ein Bierglas aus der Hand fällt. Viel mehr passiert da nicht.
Und selbst dort ist es hoch voraussetzungsreich, über den Platz zu gehen und nur Leute zu treffen, die man nicht kennt. Und die man wahrscheinlich noch nie gesehen hat und nie wiedersehen wird, und sie nicht für bedrohlich zu halten. Stellen Sie sich mal vor, das müsste man sich vorher ausdenken. Dann bekommen Sie Angst, über den Platz zu gehen. Aber wenn Sie das einfach sozusagen als eine Sicherheit Ihres Lebens haben, das gewissermaßen in Ihren Geschichten so vorkommt, der Marienplatz, da gehe ich mal so rüber. Chemnitz vielleicht nicht, aber Marienplatz. Dann ist das sozusagen etwas, was womöglich rational gesehen gar nicht stimmt, aber im Hinblick auf die Erzählung, die wir kennen, doch stimmt. Plausibel wird das Leben nur in seinen Geschichten, also in der narrativen Struktur des Lebens selbst. Darf ich noch was Philosophisches sagen? Ja, ne? Vielleicht kennen Sie das älteste Systemprogramm des deutschen Idealismus. Stammt wahrscheinlich von Hegel, könnte auch von Schelling sein, ist aber für heute Abend wurscht. Die haben geschrieben, oder einer von beiden, ich zitiere mal: Ehe wir die Ideen ästhetisch, das heißt mythologisch machen, haben sie für das Volk kein Interesse. Und umgekehrt, ehe die Mythologie vernünftig ist, muss sich der Philosoph ihrer schämen. So müssen endlich Aufgeklärte und Unaufgeklärte sich die Hand reichen. Die Mythologie muss philosophisch werden und das Volk vernünftig. Und die Philosophie muss mythologisch werden, um die Philosophen sinnlich zu machen, dann herrscht ewige Einheit unter uns. Hübsch, ne? Also, in diesem Fragment wird behauptet, ich übersetze es Ihnen, wird behauptet, dass Sie noch so tolle Wahrheiten kennen können, wenn Sie sie nicht in die Form bringen, dass Sie in den Lebensformen der Beteiligten, Protestanten würden sagen, einen Anhalt an der Wirklichkeit haben, einen Sitz im Leben. Ich bin Katholik, wir sagen das anders. Aber einen Sitz im Leben haben, dann funktioniert der Gedanke nicht. Diejenigen von Ihnen, die Kinder haben, wissen, wovon ich rede. Sie können Kindern genau die Regeln erklären oder sie können die Regeln einbetten in eine Lebensform, die funktionieren muss. Übersetzen wir diese Sätze von Hegel oder Schelling. Es gibt auch ein paar Leute, die sagen, es könnte von Hölderlin sein, glaube ich nicht. Übersetzen wir das in das, worum es heute hier geht. Wir können die Menschen nur an ihren Geschichten packen und erreichen, nur an der Erzählbarkeit des eigenen Lebens. Ich sage gleich was dazu. Was ich ganz toll finde an den Konzepten ist, dass sie auch das praktisch-haptische mit reinnehmen. Ja? Dass sie sozusagen mitzeigen, dass die Dinge auch eine Vertrautheit besitzen können oder spenden können, weil sie so etwas wie eine Umgebung schaffen, in der ich nicht genau hingucken muss. Warum ist für Migranten das Essen so wichtig? Also Essen ist für uns alle wichtig, für mich zu wichtig, wie Sie sehen. Aber es ist sozusagen, das Essen meine ich jetzt, das Essen aus der Heimat, das produziert erzählbare Geschichten. Was heißt es, die Erzählbarkeit des Lebens herzustellen? Ich habe mir vorgenommen, hier nicht als Westdeutscher Ihnen zu erklären, was hier so abgeht. Deshalb habe ich mich kundig gemacht bei zwei Autoren, die ich letztens auch schon mal verwendet habe, nämlich, ich mache das ganz kurz, bei Richard Schröder, heute Vorsitzender der Deutschen Nationalstiftung, früher SPD-Mitglied der einzigen frei gewählten Volkskammer, und Daniel Schulz, ein Taz-Redakteur, den ich sehr, sehr schätze. Beide haben in interessanten Texten in der letzten Zeit versucht zu beschreiben, warum es eigentlich so plausibel ist, dass es so etwas wie ein Rechtsradikalitätsproblem in Ostdeutschland gibt. Es wurde gerade gesagt, es gibt auch eins in Westdeutschland. Das funktioniert völlig anders. Und beide beziehen sich darauf, dass es zum Ende der DDR-Zeit durchaus Rechtsradikalismus gab. Und sie erklären es eigentlich beide damit zu sagen, die maximale Aufmerksamkeit gegen den SED-Staat konnte man natürlich mit rechtsradikalen Symbolen produzieren. Und dann haben diese Leute, meistens junge Leute, meistens Männer, nicht nur, nach der Wende erlebt, dass der neue Staat so getan hat, als gäbe es dieses Problem nicht.
und ist vor ihnen zurückgewichen. Es ist gerade schon vom Gewaltmonopol des Staates geredet gewesen. Dieses Gewaltmonopol wurde zum Teil nicht durchgesetzt. Und daraus sind Geschichten entstanden. Geschichten entstanden darüber, dass man sich sozusagen durchsetzen kann gegen eine Struktur, wenn man es nur selbstbewusst genug tut. Und das scheint zu funktionieren. Ob diese Geschichte stimmt oder nicht stimmt, kann, ich gebe es zu, kann ich nicht beurteilen. Aber es ist zumindest der Versuch, ein Narrativ zu erzeugen, wenigstens hinzuschauen und zu sagen, was könnte eigentlich die Umwelt eines Problems sein, das wir irgendwie nicht so richtig packen können. Ich will Ihnen eine Geschichte aus Bayern erzählen. Sie kennen vielleicht Deggendorf. Nach Deggendorf kommt man eigentlich auch von München aus nur, wenn man nach Passau weiterfahren muss. Aber in Deggendorf gibt es, weil die Autobahn nicht direkt nach Passau geht, in Deggendorf gibt es ein riesengroßes BMW-Werk. Und Deggendorf ist dadurch richtig reich geworden. Deggendorf ist die Gemeinde in Bayern mit dem höchsten Wähleranteil der AfD. Die Menschen fühlen sich dort abgehängt. Es gibt lokale soziologische Forschung dazu. In der Region, in der man objektiv sagen muss, wenn in Bayern außer im zentralen Oberbayern niemand abgehängt ist, dann in Deggendorf. Keine Arbeitslosigkeit, wirklich keine. Also wir haben in München auch Vollbeschäftigung. Das sind Verhältnisse, die in anderen Teilen Deutschlands nicht so sind. In Deggendorf auch. Und trotzdem funktioniert das Narrativ, abgehängt zu sein und sich sogar gegen eine CSU-Regierung im Protestmodus einrichten zu müssen. Warum? Ich habe dafür keine Antwort. Aber es funktioniert als Erzählung. Diese Erzählung ist langsam entstanden und sie ist sozusagen immer plausibler geworden dadurch, dass sie als Erzählung funktioniert hat. Das heißt, dass die Erzählung sich gewissermaßen selbst reproduziert hat dadurch, dass man sieht, dass diese Sätze sich auf einmal bewähren können. Es ist gerade heute Abend mehrfach davon die Rede gewesen, dass es wichtig ist, einzuschreiten, wenn Sätze gesagt werden, die nicht gesagt werden sollten. Rassistische zum Beispiel. Rassismus verbreitet sich nicht durch Überzeugungen, sondern dadurch, dass die Sätze wiederholt werden und danach kommen dann die Überzeugungen. Das kann man sozialpsychologisch sehr genau rekonstruieren. Die Leute gewöhnen sich an ihre eigenen Sätze. Und wenn man ein bisschen pädagogisch denkt, müsste man sagen, vielleicht muss man ihnen Gelegenheit geben, sich an andere Sätze zu gewöhnen. Zum Beispiel an Sätze, die dialogischer Natur sind. Zum Beispiel an Sätze, dass man durchaus ernst nimmt, dass es Leute gibt, die in Lebenslagen sind, die ihnen vielleicht wehtun. Wenn sie die Gelegenheit haben, das mal auf den Begriff zu bringen, ohne das mit dem Selbstbewusstsein oder Identität produzierenden fremdenfeindlichen Formen zu machen, sich diese Sätze nicht mehr so leicht bewähren können. Ich habe Ihr Konzept ein bisschen so verstanden, das als Angebot zu sehen, als ein Angebot sozusagen die eigenen Sachen, die eigene Situation als eine Geschichte zu erzählen, die als Geschichte funktionieren könnte. Es ist übrigens ein therapeutisches Prinzip, das Sie sowohl in Verhaltenstherapien als auch in systemischen Therapien, zum Teil sogar in tiefen psychologischen Therapien bringen, dass man sagt, Menschen verändern sich intentional fast nie. Also es gibt einen großen Gap zwischen Wissen und Verhalten. Also ich bin zu klein für mein Gewicht, wie Sie sehen, und ich weiß genau, was man dagegen tun muss, und es gelingt mir nicht. Es gelingt, also es ist wirklich auch nicht ganz einfach, es ist wirklich schwierig. Die Zeiten, wo es mir gelingt, ist immer dann, wenn ich das gewissermaßen in die narrative Struktur meines Alltags reinbringe. Das heißt, wenn ich sozusagen Routinen entwickle, in denen das einigermaßen funktioniert. Und nur so lernen wir, solche Routinen zu produzieren. Also wir haben heute Stiftungen gehört, ja, die Projekte gesehen. Alle Projekte, wie ich sie verstanden habe, scheinen damit zu tun zu haben, Menschen an andere Sätze zu gewöhnen. Und nicht einfach zu belehren und zu sagen, das ist falsch, was ihr tut, tut doch was anderes. Je öfter die Leute sagen, was ist falsch, was ihr tut, tut doch was anderes, erkennt man an, dass ihr Protest offenbar ankommt. Das ist übrigens kein Argument dafür, ihnen nicht zu sagen, dass es falsch ist, aber sie muss immer mehr Gelegenheiten geben, das anders zu tun. Zum Ende möchte ich zwei Punkte noch ansprechen. Dann höre ich auch tatsächlich auf und dann geht die Party los.
die mit Parteien was zu tun hat und mit der Theaterbühne. Wir erleben zurzeit eine Krise der Parteien, vor allem der Volksparteien, der ehemaligen Volksparteien, muss man sagen, die in Westdeutschland Volksparteien waren. Das muss man natürlich auch noch dazu sagen. Warum waren das Volksparteien? Man könnte ja sagen, das waren Volksparteien, weil die von so vielen Leuten gewählt wurden. In der Bundesrepublik war es der Normalfall, dass diese beiden großen Parteien von ungefähr 85-90% der Wähler gewählt worden sind. Also das waren dort sozusagen zwei Parteien, die auf 90% kamen. Hier war es eine. Warum haben die funktioniert? Die haben funktioniert, weil sie sozusagen bessere Konzepte hatten als heute. Hatten sie nicht. Konnten sie gar nicht. Sondern sie hatten ein Narrativ, das an den Lebenssituationen relativ stabiler Milieus angesetzt hat. Die Sozialdemokratie hat eine Geschichte vom sozialen Aufstieg erzählen können und hat das übrigens auch seit Mitte der 60er Jahre in einer erstaunlich erfolgreichen Weise durchgesetzt. Inklusionspolitik nenne ich das soziologisch. Sie hat nicht nur das Versprochen, sondern durch das Versprechen Motive des sozialen Aufstiegs produziert. Übrigens so erfolgreich, dass auch nicht sozialdemokratische Regierungen in den westdeutschen Bundesländern das Gleiche machen mussten. Am erfolgreichsten ist übrigens die CSU-Regierung in Bayern damit gewesen. Das war immer das Bundesland mit den besten Aufstiegsmöglichkeiten. Was erstaunlich ist, dieses Narrativ hat darüber hinaus funktioniert. Und das große Narrativ in der Union bestand tatsächlich darin, ein verunsichertes Bürgertum nach dem deutschen Faschismus mit der Westbindung zu versöhnen. Das ist noch unwahrscheinlicher gewesen als das andere. Das hat funktioniert. Mit spannenden Narrativen. Ich sage nicht, dass das alles richtig ist, was die Leute erzählt haben. Aber das hat funktioniert. Und die Leute sind sozusagen, das sind keine Volksparteien, weil so viele die gewählt haben, sondern es haben so viele die gewählt, weil die Narrative fast so ein bisschen universal funktioniert haben und sich auch wechselseitig ermöglicht haben, weil sie komplementär gewesen sind. Was haben wir heute? Das ist ganz schön schwierig zu sagen. Was sind die angemessenen Narrative? Wir haben heute entweder Folkloristen, die sagen, wir machen das noch so wie früher, und dann kommen Soziologen und sagen, eigentlich stammen eure Formeln aus dem 19. Jahrhundert. Tun sie nämlich. Ja, das hilft nicht. Oder wir haben Expertokraten, die sagen, ladet euch doch mehr Soziologen ein, die können euch erklären, warum es nicht funktioniert. Aber es muss ja funktionieren. Wer kann eigentlich neue Narrative erzählen? Interessanterweise sind es zwei Kräfte in der Bundesrepublik zurzeit, die das tun können. Die einen sind die Grünen, die das verunsicherte Bürgertum in den Großstädten, in den urbanen Strukturen so ansprechen können, wie sie es verdienen, nämlich an ihrer Prosperität. Und es ist die AfD, die den Abgehängten sagt, ihr dürft endlich sagen, dass ihr die Abgehängten seid. Und dann gewöhnen die Leute sich daran, abgehängt zu sein, und entdecken die Fremdenfeindlichkeit und den Rassismus als wenigstens einen Ersatzgrund, damit der Satz nicht einfach so in der Luft hängt. Herr Gauland hat übrigens die eigentlich zutreffendste Theorie der AfD geliefert. Er hat gesagt, ohne die Flüchtlingskrise wäre es uns nicht gelungen, so schön über die Gesellschaft zu erzählen, dass man uns wählt. Der Mann ist leider nicht blöd. Mein zweites Beispiel, warum Theater? Das Theater spielt ja eine große Rolle im Festival. Theater sind Orte des Sprechens. Es wird vorgeführt, wie gesprochen wird, beziehungsweise wie gesprochen werden könnte. Im Theater können Sie vorführen, wer für wen spricht. Die Bühne problematisiert Geschichten und sie erzählt sie und gleichzeitig liefert sie reflexiv mit, dass die Geschichten erzählte Geschichten sind. Und deshalb ist es kein Zufall, dass dieses Theater der Ort ist, an dem oft sozusagen die unerwartetsten Sätze zu hören sind. Und damit meine ich jetzt nicht, dass es sozusagen immer nur das ist, was im Theater ohnehin stattfindet, ne? Nämlich Theaterstoffe aufzuführen, sondern die Sätze, die man woanders sagt, sagt man auf der Theaterbühne nochmal anders. Weil man gewöhnt ist, dass die Bühne der Ort ist, an dem Sätze möglich sind, die im richtigen Leben noch nicht funktionieren. Ich wünsche dem Festival
dass dort viele Sätze gesagt werden, die überraschend sind und die von dort aus sich verbreiten können, weil ich habe ja selbst behauptet, das war ja die Theorie des Erzählens, dass die Sätze sich dadurch verbreiten, dass man sie wiederholen kann. Arbeiten wir daran, dass sich nicht die falschen Sätze wiederholen. Ich wünsche Ihnen eine super tolle Party. Ich danke Ihnen vielmals. Es hat mich berauscht, Ihnen zuzuhören. Ich glaube, vielleicht sollte das Figurentheater Chemnitz mal nach München fahren zur Vorlesung. Ja, mit der Party, da muss ich Sie leider noch etwas vertrösten. Ich bin gebeten worden, durch diesen Abend zu führen und natürlich möchte ich gerne, gerade ich als Schriftsteller, eine runde Sache draus machen. Deswegen abschließend von mir nur noch ein paar kurze Worte. Ich möchte mich für Ihre Aufmerksamkeit vor allem bedanken, wertes Publikum, liebe Gäste, und hoffe Sie doch, vielleicht noch bei der einen oder anderen Veranstaltung begrüßen zu können. Genießen Sie die Zeit mit den Festivals und vielleicht sieht man sich wieder. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen. Vielen Dank.